Hier können wir auch nichts machen. Wir müssen irgendwie auch oben die Wippe anders hinkriegen. Ich versuche mal kurz. Moment. Ich glaube nicht, dass das was viel bringen wird, aber... Nee, das bringt uns gar nichts jetzt gerade im Moment. Ich versuche lieber mal, dass ich da oben ziehe. Dass sich die Wippe vielleicht ändert. Genau, das müsste doch eigentlich gehen. Ich mache das mal kurz da, wenn ich nach da oben ziehe. Aber da kann ich halt auch nichts zielen. Moment, ich versuche das einfach mal mit dem Wasser hier. Ich versuche das jetzt einfach mal. Ob das uns irgendwas bringt, wenn wir hier rein Wasser machen. Nee, das bringt uns nur 1 von 3. Nee, das bringt uns nichts. Boah, Alter. Wir müssen da oben das Wasser da reinleiten. Aber wir können ja nichts machen. Wir können ja einfach nichts auswählen. Naja, also ich meine, es kann sich ja nur noch um Stunden handeln bei mir. Also macht euch da mal keine Sorgen, wenn ich jetzt mal wieder hier rumfail. Aber wie gesagt, das hat halt auch seine Vor- und aber auch seine Nachteile, wenn man blind spielt. Man weiß eben nicht immer alles. So, da ist dieser Drecks-Motherfucker. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen hart. Da ist jetzt halt Malfoy drin. Hier können wir aber auch noch nichts zusammenzaubern. Wir können aber auch nichts kaputt machen. Ich versuche mal kurz, vielleicht irgendwie Wasser reinzumachen. Ja, das tut uns auch nichts bringen. Da oben erst recht nicht. Wir müssen doch irgendwie die Wippe anders machen können. Alter, ist das... Ich versuche nur mal kurz das... Ich versuche nur mal kurz das Tier hier. Das kann auch nur springen, aber fliegen kann der nicht. Warum denn nicht? Mann, warum kann der nicht fliegen? Kann er hier irgendwas anderes machen? Auch nicht, ne? Oh, wir haben hier aber auch nichts. Also irgendwas stimmt hier gerade nicht. Irgendwas übersehe ich oder... Ich weiß ja den Plan, aber ich kann hier nichts zaubern. Das ist ja die Scheiße, wisst ihr? Das ist ja einfach mal mega behindert. Wir müssen da irgendwie hoch, ne? So, die Frage ist aber... Und ich sage irgendwie oft, die Frage ist aber... Aber wie schaffen wir das? Moment, lass mich mal ganz kurz überlegen. Wenn wir... Nee, aber ich meine, das geht auch nicht. Boah, Alter, wir können ja aber auch nichts anvisieren. Guckt euch das an. Ist das normal, dass ich hier hochspringen kann? Moment, ich versuche noch mal ganz kurz was. Kommt der Vogel hier irgendwo hoch? Nee, ne? Nee, nicht so wirklich. Alter, das... Wie lange hocke ich jetzt schon hier? Ich kann hier nichts machen. Warum kann er denn nicht einfach da oben drauf zaubern? Ich versuche das... Geh mal her. Ich versuche das nochmal hier kurz mit dem Wasserstrahlen, obwohl ich das, glaube ich, letztendlich auch nur... Da kommen wir, glaube ich, eh gar nicht ran hier. Nee, kommen wir auch nicht. Ach du Scheiße, ey. Alter, ist das gerade nervig. Tja, also ich stehe gerade echt auf dem Schlauch, ne? Ich glaube, man merkt es gar nicht. Wir müssen doch hier irgendwas zusammenzaubern, aber da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Kaputt machen können wir ja auch nichts. Reduktio bringt uns hier auch nicht weiter. Hier auch nicht. Alter, ist das gerade nervig.
Hier müssen wir irgendwas ziehen, aber dazu sind wir zu schwach. Oh, also wenn das jetzt so lange dauert, dann schneide ich das noch zusammen, weil... Das bringt uns ja jetzt nicht hier viel, wenn wir jetzt hier stundenlang rummachen und ich einfach irgendwas übersehe. Aber jetzt mal im Ernst, ich weiß nicht was. Ich habe hier wirklich alles gemacht, was nur geht. Wir können hier nichts zusammenzaubern. Ich weiß den Plan, aber ich kann ihn nicht ausführen, weil Harry nichts anvisiert. Und die Eule kommt hier auch nicht viel Messer rein. Ich kann es mal kurz versuchen, aber... Da steht ja auch zurückzuschicken und... Wir kommen hier nicht hoch. Da kann der Piepmann so viel flattern, wie er will. Wir kommen hier nicht hoch. Also, jetzt mal ganz kurz einen kleinen Moment, weil jetzt schaue ich mal kurz im Internet, weil das kann nicht sein, dass die Scheiße nicht geht. Moment. Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7, Lösung. Hier, Komplettlösung. Also irgendwas stimmt da nämlich mal überhaupt nicht. Übersicht. Achso, nee, das wollen wir ja nicht. Na, so, ich hoffe, das ist jetzt euch nicht zu langsam. Ich laber hier einfach mal die ganze Zeit wieder, ne? Zeigt uns hier die Lösung, oder? Ich weiß es nicht. Harry verliert seine Brille. Na, ich beeile mich auch. Ich will aber nicht der Orden des Phönix, sondern ich möchte gerne... Ich gehe mal kurz auf Seite 4, ob da schon der Halbblutprinz kommt. Ja, der Halbblutprinz. Da wir aber schon etwas länger in der Halbblutprinz sind. Ja, da sind wir auch schon länger drin. Nö, das tut mir jetzt leid so. Ich beeile mich einfach mal, dafür wird die Folge halt mal wieder länger. Hier, Liebeskummer, da waren wir jetzt gerade hier. Danach lauft ihr mit Rons Röhre die Eule hinauf. Aber ich kann mit Rons Röhre die scheiß Eule nicht rauslaufen. Der kommt da nicht rein, der Piepmatz. Na, jetzt habe ich außersehen Siri aktiviert. Na, ist ja ganz toll. Ich guck doch mal. Lauft nach rechts an den Toiletten vorbei und repariert, füllt den Wassertank. Danach lauft ihr mit Rons Eule die Röhre hinauf. Alter, hab ich doch gemacht. Ich versuche mal kurz hier mit Wasser, ob hier irgendwas geht. Die Wassertank ist gefüllt. Es ist alles gefüllt, wir müssen hier nur mit Rons Eule hoch. Aber der kommt nicht hoch, Mann. Ach nee, ne? Ist jetzt nicht im Ernst. Du musst so seitlich laufen, damit die Eule hochkommt. Ist nicht wahr. Das war's jetzt? Ich kotze mich gerade ein bisschen selber an, ne? Aber ganz ehrlich, wie beschissen ist denn das? Jetzt mal ohne Scheiß. Dass die Eule da nur seitlich langlaufen kann. Das ist das Behindertste, was ich... Alter. Und da habe ich jetzt 10 Minuten für gebraucht, ey. Unfassbar. Naja, dann bringen wir jetzt mal Dynamit an. Wenn, fahren wir die harten Geschütze auf. Jetzt sprengen wir erstmal die Kloschüssel, ne? War einer vorher erstmal schön kacken. Und? Haha. Tja, mein lieber Draco. Ich glaube, unseren Fail... Ich duelliere mich sicherlich nicht mit Ron. Wirst du jetzt wieder büßen kommen? Alles deine Schuld. Ich weiche erstmal aus, ne? Weil ich weiß ja... Alter, wie ging denn der scheiß Protego? Da, hier. Verpiss dich, Draco. Deine Mutter ist scheiße und dein Vater. So, jetzt bin ich ausgewichen. So, jetzt hat er wieder Protego. Alter, was soll die Scheiße, Mann, du blöder Pisser?
Warum? Hä? Alter, das ist scheiße, Mann. Ich muss wissen, wie Protego ging. Ah, ja gut, ich bin manchmal auch echt schlau. So, jetzt hat der Protego, der blöde Penner. Okay, naja, jetzt wissen wir zumindest, wie das geht. Und obwohl ich jetzt nur noch ein Leben habe, werden wir wahrscheinlich gewinnen. So, Protego hier. Dann wieder Ditte hier. Komm mal her, ja. Minion, kommst du mal her. Achso, jetzt blau. Grün. Oh, jetzt wieder blau. Jetzt auch mal ganz kurz. Protego. Was zum... Alter, ich will Protego, Mann. Ja, so sieht er uns nicht. Willst du mich verarschen? Ja, hier. So, und jetzt? Protego, komm mal her hier. Jetzt aber. So, jetzt. Dein vorletztes Leben. Und jetzt bekommst du auch dein letztes Leben weg, mein Freund. Protego. Wow, das war knapp. So, jetzt hat der wieder Protego hier. Was? Ey, das zählt jetzt nicht. Nee, nee, nee. Das sehe ich jetzt nicht ein, ne? Och nö, ich hab grad, und ich sag noch so, ja, das ist super easy, ne? Am Arsch super easy. Ja, jetzt komm doch mal her, du kleiner Pisser. Boah, ich glaube, ich bin gerade ein bisschen aggro von mich, von eben, ne? Oh, ärgerlich ist das aber auch. So, erstmal hier auf rot. Ne, jetzt auf blau. Ja, komm mal her hier, du kleiner Pisser. Nehm das. So, jetzt hast du noch zwei Leben. So, diesmal werden wir dich bumsen, du Kacks, Motherfucker. Oh, Alter, der wechselt aber auch seinen Zauberspruch wie Unterhosen, ey. Alle paar Sekunden hier mal. Zack, jenes Bums. Na, Protego, hab ich ja mal lieber vorsichtshalber gemacht, ne? So, und jetzt bekommt das aber hier wieder zurück. So. Oh, X war das. Jetzt bist du kaputt, mein Freund. So, jetzt wollen wir das Buch verstecken. Wir haben gerade übrigens Rictum Sempra eingesetzt. Sectum Sempra. Und, ja, im Film wurde er da schwer verletzt. Hier wurde er halt so in Lego-typischer Art in zwei Lego-Teile zerstückelt. Achso, wir können ja, ich bin ja so blöd, ne? Das können wir ja jetzt. So, dann bauen wir jetzt erstmal unseren crazy Skeleton wieder zusammen. Yeah. Och nö, nicht schon wieder ein Trank, ne? Ich mag das irgendwie nicht, die Tränke zu brauen. Ist nicht so meins. Ich bin mehr so der Typ, der gerne hier alles kaputt macht, aber Tränke bauen. Also im echten Harry Potter war das ja ganz lustig, aber hier ist das, finde ich das nicht so toll. So, hier ist das zweite. So, und jetzt hier erstmal hier wieder mit Wasser füllen. Blub, 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 blub. Ja, und dann sind wir halt da so weiter, ne? Und dann passt das ja. Hat die ein Tier? Oh ja, dieses kleine süße Wuffelding hier. Ja, ne, du bist ja so ein ganz kleines süßes. Ja. So. Dann hier wechseln und der letzte Teil in den Trank. Und dann, na gut, dann trinken wir den halt mal. Wenn was schief geht, Hauptsache der Auserwählte überlebt. Ach so. Ja. Oder so. Kaboom. Bada boom. So, hier bauen wir jetzt ein Schiff zusammen, oder? Ach, guck mal, die kann auch hier, die Weasley. Ne, ist ja auch eine Weasley. Wobei ich sagen muss, ohne Scheiß, ich finde sie ja, also in echt, die Schauspielerin heißt ja Bonnie Wright. Ich muss ehrlich sagen, ich finde sie echt hübsch. Also, sie hat irgendwas auf jeden Fall. Sie ist jetzt so nicht, natürlich, nicht die Naturschönheit, aber sie hat was.
Und das ist das Wichtige. Achso, da haben wir... Ich wollte gerade sagen, was wir da gerade bekommen haben. Oh, ich glaube, wir sollten schnell zurückgehen. Oder? Achso, nee, das ist ja wieder das hier, so Klingelstreich-Ding hier, ne? Bloß gibt's diesmal keinen Klingelstreich. Achso, wir müssen das hier noch wegmachen. Achso, nee, das geht auch automatisch weg. Was hier auch alles für Krimskrams rumsteht, ne? Ja gut, ich meine, es ist immerhin der Raum der Wünsche. Was sich da alles angesammelt hat über die Jahre. Du hast einen Slytherin, ich sehe es ganz genau. Wo kommst du denn hin? Hier irgendwo? Na, ich weiß gerade nicht. Moment, ich versuche mal kurz. Achso, wir brauchen schwarze Magie dafür. Na, ist klar. Eins von drei? Hallo? Warum können wir denn das nicht zusammenbauen? Mann, ich baue gerne zusammen. Ja, wohin kommt denn die scheiß Rakete, Mann? Alter, woher soll ich das denn wissen? Da muss sie doch eigentlich rein, oder nicht? Da drauf. Jetzt. Wollte gerade sagen, manchmal ist die Steuerung ein bisschen blöd gemacht. Aber trotzdem, das Spiel ist geil. Also, nur weil ich jetzt ein bisschen arg mecker mal in der Folge, also in den verschiedenen Folgen, aber in der Aufnahmesession halt. Aber ist auch manchmal einfach so, ne? Muss man mal sagen. Yeah. Hast du mal einen Euro hier? 2 Euro Trinkgeld, Harry, ne? Dankeschön, Dankeschön und tschüss. Die Gitarre macht doch alles kaputt. Oh, das gab richtig schön viel Satz. Ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen, wahrer Zauberer zu werden. Das wäre mal wieder schön, weil das gibt immer einen goldenen Stein. Und wie ihr wisst, stehe ich auf goldene Steine. War ich nicht noch gerade ein blauer Stat? Okay, das ist jetzt Nummer 2. Vielleicht gibt das jetzt nochmal so mega, mega das Dingensbummenskirchen, ne? Wisst ihr Bescheid? Oh, wir sind wahrer Zauberer schon. Nice. Wir sind wahrer Zauberer. Ich freue mich. Tralalalala. So, mir ist ja auch auffallen, so, wir haben Ursache Let's Play, man labert einfach nur, man bewegt seinen Mund, aber das Gehirn realisiert das irgendwie gar nicht, ne? Weil, ist einfach so, dass man einfach labert, aber das Gehirn halt nicht mitdenkt. Wohin muss denn das? Achso. Ah, das verschwinde mich Kabinett. Schön versteckt. Und das packen wir da jetzt rein, oder wie? Ja, wir haben das Level abgeschlossen. ...894.000 und... Oh, wir bekommen mehrere goldene Steine, oder? Nicht nur einen. Ja, 2 Stück. So, und Geschichte fortsetzen. Ja, irischer Kobold sind wir jetzt hier. Wenn ich auf Harry schalte, kommt noch irgendwas anderes. Moment, ich versuche das mal ganz kurz, ob der jetzt auch wieder mehr Stats bekommt. Moment. Achso, nee, ich glaube nicht.
Aber ich wollte das sowieso gerade ausprobieren, denn ich mache jetzt einen Aufnahmestopp, lasst die Folgen durchrendern und dann habt ihr in den nächsten paar Tagen wieder schöne Folgen. Also bis dahin, schönen Tag noch, haut rein, dein MaxlLP.